es ist nicht das, es ist nicht der Täter, es ist nicht das Opfer, sondern es ist der Unbeteiligte. Und jetzt möchte ich auf genau diese unbeteiligten Personen hinaus. Unbeteiligte sind es vor allem in dem Zusammenhang, wenn man... Entschuldigung, musste ich kurz scannen. Besser als andere. Gut, in meinem Fall wären diese Unbeteiligten natürlich zum einen meine neutralen Zuschauer, die im Internet zwar zuschauen, bei mir zuschauen, aber eben, naja, weder aktiv an mir teilhaben, also quasi keine Barren spenden, keine Kommentare schreiben, keinen positiven Like oder sonst was da lassen, sondern einfach nur vorhanden sind quasi. Also einfach stille Zuschauer sozusagen. Oder in meinem realen Leben wären es zum Beispiel meine Nachbarn. Oder die Leute aus der Nachbarschaft und den Nachbarortschaften. Und nun kommt eine Sache, über die ich mich extrem und tierisch aufregen könnte. Denn es ist nämlich eine Sache, die jetzt erst heute wieder passiert ist und die auch im Laufe der letzten Jahre immer wieder passiert ist. Ich habe nicht, und das ist definitiv richtig, ich will mich auch darüber nicht beschweren, ich habe nicht das Recht, andere Leute zu kritisieren, wie sie oder mit wem sie reden. Oh, das ist okay, das ist auch richtig und das ist auch in Ordnung. Aber wenn diese Menschen sich über diese Leute immer aufregen, aber hinterher nicht aktiv dagegen etwas unternehmen, sondern sogar noch sich normal mit denen unterhalten, ist das meiner Meinung nach eine Sache, die man definitiv nicht mehr vertreten kann. Weil die Sache ist ja die, wenn ich mich über jemanden beschwere, dann sollte ich auch versuchen, etwas gegen diese Person zu unternehmen. Ich für meinen Teil bin ja nicht derjenige, ja, lachen die Hater wieder, ich bin ja nicht derjenige, der hier irgendeine Scheiße verzapft. Ja, ich schrei hier rum, aber das tue ich nur, wenn Hater da sind. Ja, ich greife Leute an, aber das tue ich nur, wenn sie mich angreifen. Ja, ich bin derjenige, der damals meine Adresse im Internet veröffentlicht hat. Aber das wäre heutzutage auch keine interessante Info mehr, weil selbst wenn ich sie nicht veröffentlicht hätte damals, wäre die früher oder später veröffentlicht worden. Was mich tierisch triggert, ist die Tatsache, dass sich meine Nachbarschaft zum Teil über mich beschwert. Bei der Polizei oder sonst wo. Und hier wird die Sache richtig pissig. Denn Fakt ist, dadurch, dass sie sich über mich so beschweren und aufregen, aber selbst nicht die Polizei rufen, selbst nicht hingehen und sagen, hey, verschwindet, selbst nicht irgendwas dagegen unternehmen, in welcher Art und Weise auch immer, sind sie definitiv kein Stück besser. Und haben meiner Meinung nach, das ist wohlgemerkt nur meine Meinung, auch nicht das Recht, mich in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren. Denn Fakt ist, egal was ich alles schon getan habe oder angestellt habe, ich habe mich versucht, immer dafür zu entschuldigen und meine Fehler wieder gut zu machen. Und wenn man bedenkt, dass ich dem einen oder anderen Nachbarn hier auch früher schon geholfen habe, auch schon in meiner Jugend, zum Beispiel habe ich beim Dachdecken geholfen, beim anderen habe ich mal hier geholfen, da habe ich mal da geholfen als Kind oder mal irgendwas gemacht. Zum Beispiel wurden hier mal Bäume gefällt, da habe ich auch mitgeholfen, obwohl mich das überhaupt nichts angeht. Und mit dem Dachdecken habe ich zum Beispiel mal mitgeholfen, obwohl ich eigentlich zu dem Zeitpunkt meine Prüfungen hatte. Also musste ich eigentlich für meine Prüfungen lernen, wo ich auch drüber war. Ja, und all diese Sachen, also bei meinen Abschlussprüfungen damals, all diese Sachen habe ich trotzdem gemacht. Und ich bin auch immer bereit, meiner Nachbarschaft oder meinen Leuten in der Nachbarschaft zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen. So bin ich erzogen worden. Das hat mein Vater mir so beigebracht und das mache ich auch und halte ich auch heute noch so. Nur das Problem daran ist, naja, dass irgendwie halt das Gefühl da ist, dass nichts zurückkommt. Es gibt hier einen Nachbarn, der beschwert sich permanent bei der Polizei darüber, dass ich rumschreie. Meldet allerdings nicht die Leute, die hier sonst rumschreien. Er ruft nicht an, wenn Leute hier Böller zünden. Er ruft nicht an, wenn die Leute hier rumschreien. Er ruft generell nicht an, wenn er hier Leute stehen sieht. Er unternimmt nichts gegen diese Leute. Aber er meldet mich bei der Polizei. Und das ist der Witz daran, weil
wenn man bedenkt, dass er die Polizei ruft, wenn ja hier die Leute eben, wenn eben die Leute hier rumschreien, aber eben nicht, wenn die Leute, wie heißt's? Er ruft die Polizei, wenn ich rumschreie, aber eben nicht, wenn die Leute hier rumschreien, dann hat er meiner Meinung nach absolut nicht das Recht, irgendwie sich über mich zu beschweren. Weil im Gegensatz zu ihm rufe ich die Polizei, im Gegensatz zu ihm versuche ich etwas gegen diese Leute zu unternehmen. Und im Gegensatz zu ihm bin ich da auch nicht passiv, sondern aktiv. Ich gehe aktiv auf die Hater los, ich verteidige mich mit Hand, Fäusten, Klauen und Zähnen, wenn man so möchte, um es jetzt mal übertrieben und bildlich zu sprechen. Also ich tue halt alles, was in meiner Macht steht, um mich, mein Grundstück, aber auch meine Nachbarschaft zu schützen, wenn es nötig wäre oder ist. Aber das ist letzten Endes anscheinend komplett uninteressant, weil das ist anscheinend nichts, was zählt. Das ist anscheinend uninteressant für die Leute, weil ich bin derjenige, der damals meine Adresse veröffentlicht hat. Ja, ich habe eine Info für euch und ich weiß, dass der ein oder andere hier zuschaut. Ich habe speziell ein, zwei Leute im Kopf. Ich habe eine Info für euch. Es ist egal, ob ich damals meine Adresse veröffentlicht habe. Ja, es war ein Fehler. Es war definitiv ein Fehler. Das gebe ich zu. Aber dennoch ist die Sache, es wäre früher oder später sowieso rausgekommen. Es gibt hier mehr als einen Hater in der Umgebung, die mich kennen und die auch aktiv Kontakt zu anderen Hatern haben. Also wäre das sowieso veröffentlicht worden. Das habe ich ja schon gesagt. Sicher, dass es nicht irgendwie bloß ein bisschen Blödelei ist, sondern wirklich bösartiger Mobbing oder wirklich Mobbing und Haten. Dann entweder ihr geht zu den Lehrern und ja, heutzutage sind ja leider sehr viele Lehrer unmotiviert. Kann ich irgendwo nachvollziehen, finde ich aber eigentlich unpassend, weil dann ist es der falsche Beruf. Das gilt auch für andere Berufe, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. Wenn man unmotiviert ist, sollte man sich einen anderen Beruf suchen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, die habe ich immer gemacht. Ich war schon in der Schule sehr groß. Also ich war in der dritten so groß wie die in der sechsten. Und das ist kein Witz. Ich war tatsächlich 3 Jahre älter von meinem Aussehen her. Ich bin sogar schon mal, ich war sogar mal mit einem älteren Schüler befreundet. Da war ich mit ihm in der Klasse gesessen. Kam der Lehrer rein und hat einfach den Unterricht begonnen, als würde ich in die Klasse können, obwohl es überhaupt nicht gestimmt hat. Ich bin auch schon, sorry, ich muss in meine Klasse. Und er so, hä, bist du in unserer Klasse? Was? Nein, ich bin in der dritten. Was? Ja, solche Sachen sind tatsächlich vorgekommen.